Herzlich willkommen aus dem Markt Werneck im Landkreis Schweinfurt. Wir sind unterwegs in die Ortsmitte und werden uns diesen Markt heute näher ansehen. Wir kommen aus Richtung Schweinfurt von der A70 und fahren jetzt auf der Meininger Straße, welches gleichzeitig die B26 ist. So, laut Navi bin ich fast angekommen. Da vorne, das sieht sehr aus, als wäre es schon die Ortsmitte. Das ist, glaube ich, das Schloss mit den Türmen. Das ist der Balthasar-Neumann-Platz. So aus, als könnte man hier parken. So, wir befinden uns auf der Würzburger Straße und sind gerade am Schloss von Werneck vorbeigefahren, sind stehen geblieben und haben einen Spaziergang durch die Mitte des Ortes gemacht, sowie auch über das Gelände des Schlosses. Da mache ich ein eigenes Video dazu. Und jetzt schauen wir uns nochmal hier den Innenbereich des Ortes an, die Straßen da im Zentrum. Hier ist das Schloss Werneck nochmal. Und zwar ist es ein Krankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie und so weiter, beziehungsweise Pflegeheim. Das habe ich jetzt schon öfter erlebt, dass die schönsten Schlösser dann gleichzeitig irgendwelche Anstalten für psychische Erkrankungen sind. Scheint hier auch der Fall zu sein. Jetzt fahren wir die Würzburger Straße zurück, wieder dem Schlossgelände entlang. Rechts ist der Haupteingang zum Schloss. Links der Balthasar-Neumann-Platz und wir fahren jetzt erstmal ein Stück geradeaus. Links das Hotel Krone Post, eine Riesenanlage, die allerdings nicht betrieben wird und etwas heruntergekommen aussieht. Wir sind auf der Balthasar-Neumann-Straße. Links irgendeine neumodische Kirche. Und hier haben wir noch ein paar Villen. Die Straße nennt sich Am Schlosspark. Hier gibt es nicht so viel zu sehen. Links eine Krankenpflegeschule. Ne, rechts, Entschuldigung, bin durcheinander gekommen. Pflegeheim rechts.
es geht zurück in Richtung Ortsmitte. Den Schlosspark entlang. Jetzt geht es in die Balthasar-Neumann-Straße und wir haben diese tolle neumodische Kirche vor uns. Wer denkt sich sowas aus, so eine Architektur? Welches kranke Hirn? Und links vorne kann man die Türme des Schlosses erkennen. Links jetzt die Schlossanlage und wir biegen jetzt hier nach rechts ab in Richtung Rathaus über den Balthasar-Neumann-Platz. So, da haben wir eine Eisdiele, eine gut besuchte bei diesem schönen Wetter. Rechts war das Rathaus gerade. Und ja, hier haben wir ein paar kleine Läden, einen Gasthof. Nochmal eine Eisdiele. Wir fahren die Schönbornstraße hoch. Ganz nett aus. So, hier haben wir ein langsames Baustellenfahrzeug vor uns. Schon wenden jetzt irgendwo. So, es geht zurück. Schönbornstraße in Richtung Ortsmitte. Wie gesagt, eine sehr schöne, idyllische Straße. Ein bisschen eng. Rechts die Spitalstraße, ist eine Einbahnstraße, darf ich nicht rein. Und wir schauen nach rechts. In die Julius-Echter-Straße.
gleichzeitig die Bundesstraße 26. Viele Arztpraxen und Ärztehäuser gibt es hier. Krankenhaus natürlich. So, wir drehen mal um. Das ist die Julius-Echter-Straße, die wir jetzt zurückfahren in Richtung Ortsmitte wieder. Vorne irgendwo können wir nach rechts abbiegen. Wo war das nochmal? Hier. Wir sind jetzt auf dem Mühlberg. Und mal sehen. Da geht es nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Links ist Einbahnstraße. Hahnenhof. Und die Feuerwehr ist auch da. Dürfen wir nur nach links. Und hier wieder hoch. Und Hahnenhof biegen wir jetzt mal hier nach rechts ab, also um in den Hahnenhof zu gelangen. Das ist die Einbahnstraße, die man vorhin nicht hochfahren durfte. So, genau hier waren wir schon. Von der Julius-Echter-Straße aus biegen wir in die Spitalstraße mal rein.
welche auch eine Einbahnstraße ist. Gute Frage, ob das hier links wieder ein Krankenhaus sein soll. Sieht irgendwie danach aus. Total irre, wie viele... Was? Kreis Altenheim. Oh Gott, das Ganze ist ein Altenheim. Das ist ja schrecklich. Meine Güte. Lauter Krankenhäuser und Altenheime hier im Ort. Und wir sind jetzt wieder in der Schönbornstraße. So, wir verlassen jetzt bereits den Markt Werneck. Ab in Richtung Würzburg, und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Tschüss!